Jetzt ist eines der Höhepunkt-Wochenenden. Leider mussten wir den Vortrag morgen von Wolf Brix, Greg Lynn und Tom Main absagen. Sie haben uns alle drei quasi abgesagt. Es findet die Performance aber trotzdem im Steinhaus statt und das Forum am Samstag den ganzen Tag im Steinhaus, das moderiert wird von Ines Mitterreis heute hier. Schön, dass Sie schon da sind. Die Gordana Brandner-Gruber, die Leiterin vom Dominik Steinhaus, ist auch hier. Schön, dass du da bist. Und natürlich ihr alle, die ihr heute gekommen seid. Dominik hat nicht nur bauliche Spuren in seinen Gebäuden hinterlassen, er hat vor allem auch eine ganze Generation an jungen Architektinnen während ihres Studiums an der TU in Graz, aber auch als Mitarbeiterinnen in seinem Büro geprägt. Wir haben deshalb eine kleine Auswahl getroffen an Vertreterinnen der Next Generation, um einerseits den Geist der Grazer Schule aufzuwecken und auch um andererseits die Nachwirkungen im heutigen Architekturdiskurs zu besprechen. Moderiert hätte das heutige Gespräch eigentlich Matthias Böckel, der leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Deshalb wird das Gespräch von mir und von Ina Sattelegger von der Sektion A gemeinsam moderiert. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, würde ich gerne unsere Gesprächspartnerinnen vorstellen. Neben mir sitzt Marion Staatsacher. Sie ist Architektin und Hochschulprofessorin für Technik und Design an der Pädagogischen Hochschule in Graz. Sie ist darüber hinaus Lektorin an der TU Graz. Sie hat bei Dominik studiert und war von 2001 bis 2010 als Mitarbeiterin im Büro tätig und hat Dominik in einer sehr späten Phase kennengelernt. Und sie war auch bei der Fertigstellung vom Steinhaus dabei und hat dann auch im Büro die Ordnung des Archivs übernommen und des Nachlasses. Neben ihr sitzt Peter Kaschnick, ist Architekt und Mitbegründer von Halm Kaschnick Würer Architekten. Er ist langjähriger Mitarbeiter und war auch lang so quasi die rechte Hand von Günter Dominik. Neben ihm sitzt Uli Tischler, sie ist Architektin und Mitbegründerin von TMP Architekten in Graz und Assistenzprofessorin am Institut für Gebäudelehre. Sie war lange Assistentin bei Dominik und hat sogar ihre Dissertation bei ihm geschrieben. Der vierte in unserer Runde ist Ernst Roth, er ist Architekt, Gründer des Architekturbüros Ernst Roth und hat bei Dominik studiert und seine Diplomarbeit geschrieben, beim Steinhaus mitgearbeitet und punktuell bei Projekten Dominik unterstützt. Und sie haben sich immer wieder in Feldkirchen und im Steinhaus getroffen. Der fünfte wäre heute Harald Weber gewesen, unser Vorstandsmitglied und Mitbegründer von Spado Architects. Er hat auch bei Dominik studiert und ist leider kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Aber er wünscht uns sicher einen tollen und spannenden Abend. Und ich darf jetzt gleich an die Ina Sattelegger übergeben, um die Gesprächsrunde zu eröffnen. Ja, hallo, schön heute Abend mit euch hier sein zu dürfen. Ich würde vielleicht vorher noch mal ganz explizit hervorheben, wie toll das Forum am Freitag wird. Es wird ein sehr offenes Gesprächsformat Samstag. Um Gottes Willen, Entschuldigung, am Samstag. Es wird ein sehr sehr offenes Gesprächsformat. Es wird viel Diskussion geben, es wird Raum für verschiedene Positionen, Einblicke, Fragen bezüglich Architektur in Kärnten im weitesten Sinne und in Bezug auf Dominik im engeren Sinne geben und natürlich die Performance. Also ich kann es nur herzlichst empfehlen. Es schreckt vielleicht ab, weil es mit 6 Stunden angekündigt ist. Es ist durchaus auch ein Format, das man 2 Stunden besuchen kann, das man 3 Stunden besuchen kann oder eine halbe Stunde. Genau. Aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern wir möchten uns über Dominik im engeren und im weiteren Sinne unterhalten. Und Marion, ich würde gerne dich fragen, du hast bei ihm studiert, du hast sehr bald nach deinem Diplom bei ihm gearbeitet. Wie hat das Studieren unter und Arbeiten mit Dominik dein Verständnis von Architektur, deinen Zugang geprägt? Oder hat es das? Hat es auf jeden Fall, aber was für mich spannend war, nachdem ich ja für heute hier angefragt worden bin, habe ich
sehr viel nachgedacht und habe auch einfach das Studium beleuchtet, meine Arbeit im Büro beleuchtet, auch was ich jetzt mache. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass mich die Mitarbeit im Büro fast noch mehr geprägt hat als das Studium an der TU Graz, weil ich einfach dort unmittelbaren Bezug zur Arbeit und zu ihm hatte, was ja an der Uni nicht immer der Fall war. Er war eher so präsent in den Schlusspräsentationen oder Schlusskorrekturen, wo mehr oder weniger man mit einem Zittern hingegangen ist, passt das oder passt das nicht, weil es wurde ja alles mit den Assistentinnen besprochen davor und dann gab es die große Präsentation und schauen wir mal, passt es ihm oder passt es ihm nicht. Wenn er zufrieden war, hat er meist gar nichts gesagt. Das war schon gut. Wenn er was gesagt hat, war auch mehr oder weniger gut. Ich habe dann auch das Glück gehabt, bei dir, Uli, die Diplomarbeit zu schreiben. Und was mich sehr geprägt hat, auch weil du das Vertrauen in mich und meine Kollegen gesetzt hast, dass wir alleine an unserem Thema gearbeitet haben und du hast uns einfach insofern unterstützt, indem du gesagt hast, ihr schafft das. Und im Büro an sich war es einfach auch dieses tägliche Miteinander, dieses tägliche an Projekten arbeiten, wo ich erst, als ich an der Uni zu arbeiten begonnen habe, bemerkt habe, wie viel ich mitgenommen habe von der Haltung. Und diese Haltung prägt mich auch heute noch in dem, was ich an der Uni mache, in meiner Lehre, ist nicht für alle einfach. Es gibt sehr viel Vertrauen, aber es gibt natürlich auch sehr viel, was gefordert wird. Und das war das Schöne im Büro, dass einfach das Vertrauen da war, dass wir das, was wir getan haben, auch gut machen. Da war gar keine Frage, kannst du das oder kannst du das nicht, sondern du hast es gemacht. Und das ist etwas, was ich in den Büros, in denen ich davor gearbeitet habe, nicht in der Form kennengelernt habe. Ich würde gleich gerne eine Frage in die Runde werfen. Du hast vom Studium gesprochen. Wie war es denn zur Zeit der Grazer Schule zu studieren? Wie waren denn so die, also wir haben ja mitbekommen, dass Günter Domenik viele internationale Architekten auch dann nach Graz geholt hat. Wie war dieser Geist oder dieser Mythos der Grazer Schule für euch während des Studiums oder der Zeit? Ja, es war auf alle Fälle, also wenn man es zusammenfassen kann, so kurz, war es auf alle Fälle spannend, diesen Diskurs zu erleben zwischen der Uni und den Architekturbüros. Also es war immer eine Präsenz gegeben, sei es Haus der Architektur oder Wettbewerbe, die dann im Haus der Architektur zur Ausstellung gekommen sind und wo man sich getroffen hat und einfach diskutiert hat. Natürlich hat man als Student auch andere Interessen verfolgt, Buffet etc., aber es war doch immer eine Bindung und eine Beziehung zwischen diesen Institutionen und das geht heute ein bisschen ab, muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ja, es ist ein bisschen die Frage Grazer Schule, von wann bis wann rechnet man sie, ne? Und so meine Wahrnehmung, nachdem ich in den 70er Jahren zu studieren begonnen habe, sind die unter Domenik 80, wenn ich mich richtig erinnere, an die Uni gekommen ist, war das schon eine Zäsur in irgendeiner Form. Ja? Weil die 70er Jahre waren von anderen Themen geprägt als die den Domenik interessiert haben. Ja? Also das war schon Bruch ist vielleicht übertrieben, aber eine Zäsur war es in jedem Fall. Und insofern unterscheiden sich dann die 80er Jahre mit dem Domenik, mit diesen großen Vorträgen, den wichtigen, die er organisiert hat. Also das war ein unglaublicher Impuls. Ja? Aber so wie der Peter sagt, unser Interesse an allen, an den damals ja Schiskowitz-Kowalski, das war ein kleines Büro, ja, da ist man vorbeigefahren und es war ganz super toll, was die machen und wie die Karla Kowalski zeichnet und großartig, also inspirierend. Insofern, ja, und dann hat es halt welche gegeben, die aus dieser Gruppe, die ja noch mehr interessiert haben als die anderen, keine Ahnung, das wäre sicher der Ginke und das ist sicher auch ein nahe Verhältnis zum Domenik gewesen, ne? Aber nahe Konkurrenz, wie auch immer, beides, sicher sehr, sehr ambivalent in allem. Aber ja, also das Geschehen war ein spannendes, denke ich mir. Oder? Gerade zur Schule.
Ja, Grazer Schule, also wie gesagt, Grazer Schule, für mich war es so, dass eigentlich im Prinzip mit dem Domenik, ich habe das ja mitverfolgt, von, nachdem das vor der Haustür passiert ist, sein Steinhaus und irgendwie, er da immer präsent war am Ossiasee und ich bin aus Wildkirchen eben, habe ich das ja vor dem Studium schon irgendwo mit, nicht mit ihm Kontakt gehabt, aber ich bin dann auch zur Baustelle hingefahren, habe das dann angeschaut, wie die, wie die Gründungen entstanden sind und so, also im Prinzip die Vorskizzen und in den Medien mitverfolgt. Und dann bin ich zum Studieren gekommen und eigentlich, ich weiß jetzt ganz genau, wann er dann Professor geworden ist, aber im Prinzip ist natürlich mit ihm, denke ich, schon ein ziemlicher Ruck so in der Studentenschaft. Insofern passiert das einfach, diese ganzen Großprofessoren, dass man einfach gespürt hat, dass irgendwer was will. Gell? Also so, ihm war immer so, irgendwie, wenn er was will und wenn er das, dann hat er das durchgesetzt und hat die hergeholt und hat geschaut. Als Pädagoge selber kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe viele Erlebnisse mit ihm gehabt oder auch Diplomarbeit gemacht, wo eigentlich er mich betreut hat. Das war recht lustig irgendwie. Aber beim Studieren selbst war es so, dass man schon gemerkt hat, dass eigentlich im Prinzip ein gewisser Geist bei den Studenten da war, der irgendwie dann von diesen Großprofessoren, von den ganzen Einflüssen, die der Domenik eben gebracht hat, schon mitgeprägt wurde. Nicht? Also das hat, zu der Zeit war das relativ stark. Ja. Ich habe ja in den 90er Jahren studiert und irgendwie war es wichtig, im Haus der Architektur zu sein, einfach mit allen reden zu können und das war dort sehr niederschwellig möglich. Man hat sich einfach dazugestellt zu einer Gruppe und hat versucht mitzureden. Wir sind alle ernst genommen worden, das hat mir immer imponiert, egal wie oder welche Position wir da eingenommen haben. Im Gegenteil, es wurde dann auch viel erklärt. Ich kann jetzt gar nicht mehr alle Namen aufzählen von Architekten, Architektinnen, die ich dort kennengelernt habe, aber Carla Kowalski ist mir natürlich neben Günter Domenik auch immer in guter Erinnerung, weil sie haben sich die Mühe gemacht, Dinge zu erklären, einfach zu sagen, nicht zu sagen, ich weiß zu wenig, sondern eher zu sagen, komm mit, ich zeig dir das, schau, an dem Projekt kannst du das festmachen. Und hast du was zu trinken, hast du was gegessen? Also das war immer wichtig, dieser Wohlfühlcharakter, weil alle gewusst haben, dann hört man eher zu. Das war so immer dieser Sidestep, zu schauen, was ist im Haus der Architektur. Die andere Geschichte war natürlich die Dinge, die an der alten Technik basiert sind, also an der Architekturfakultät. Einerseits in den Lehrveranstaltungen, aber andererseits immer so nebenbei, mit wem haben wir zusammengearbeitet oder wollen wir mal nachfragen und einfach um Rat bitten oder einfach Projekte zeigen. Das war eher sehr einfach möglich, was ich dann, als ich 2009 als Postdoc an die TU Graz zurückgekommen bin, in die Architekturfakultät, vermisst habe. Also auch dieses internationale Leute holen, diese Vorträge, also das war anders geworden, einerseits auch durch die Studienplanreform, Bachelor, Master, eher verschultes System, auch die Studierenden waren eher so, ich muss jetzt schnell fertig werden, ich habe immer gesagt, hey Leute, ihr müsst auch was mitnehmen, innerhalb Mindestzeit fertig zu studieren ist eines, aber andererseits, wenn ihr mit 22 dann quasi den Bachelorabschluss habt, was habt ihr mitgenommen? Aber das zählt heute nicht mehr so wie früher. Ich habe auch lange studiert, aber im Grunde, wo stehe ich heute? Also im Grunde ist es dann egal, ich habe auch immer gearbeitet. Wichtiger Punkt, und das war auch immer möglich, weil ich habe immer jemanden kennengelernt, der Studierende gebraucht hat, die beim Wettbewerb mitarbeiten, die vielleicht eine Kostenkalkulation machen oder so. Das war alles sehr einfach möglich und immer sehr cool, indem wie man Leute kennengelernt hat. Und das läuft heute, glaube ich, ein bisschen anders. Ihr habt jetzt studiert, ihr beide seid zurück nach Kärnten gekommen. Ernst, wie war das dann, nach dem Studium in Graz dann zurück in das Kärntner Architekturklima zu kommen? Ja, das war für mich war es insofern interessant, weil ich habe ja, wie gesagt, beim Domenik die Diplomarbeit gemacht, nicht? Und habe ein ganz einfaches Thema für ihn, wahrscheinlich auch nicht interessant, aber für mich schon hochinteressant, weil es einfach, ich
über vorgefertigtes Bauen mit Holz war, weil wir zu Hause eine Firma gehabt haben, die das praktiziert hat, halt nicht im Architektursinne, sondern halt im wirtschaftlichen Aspekt. Und mein Diplomat ist eben dahin gegangen, wie man das halt besser machen kann und anders und da halt, dass man die Architektur mit einfließt, fließen lässt, was ja alles sicher möglich ist. Und das hat der Dominik eigentlich insofern gefördert, dass das er mit bei der Diplomarbeit, wir haben viel gesprochen drüber, dann und wann beim Hotel Reinhardt, da haben wir noch geheißen und haben dann über die, ein bisschen geredet halt und was getrunken mehr. Und es war eigentlich, ich habe meine Diplomarbeit einfach gemacht, weil ich sie machen wollte für den Betrieb des Vaters. Und bin eben danach dann nach Kärnten gegangen, weil ich gedacht habe, okay, gut, jetzt bin ich dann da bin, weiß, was jetzt kommt, mit dem Betrieb auf mich zu kommen oder werde ich dann selbst das machen. Dominik hat zwar damals gesagt, ich könnte auch bei ihm arbeiten im Büro, was er ganz viele gefragt hat natürlich, und ich habe gesagt, nein, ich gehe lieber heim, also auf die Welt, oder ich gehe nach Kärnten. Nicht? Was, es war natürlich so wieder, dass Gott sei Dank war das so, dass eben sein Steinhaus da war und dass wir dann eben gesprochen haben, dass ich da in ein bisschen mit unterstützen kann oder helfen kann oder von hinschauen oder Führungen machen oder bei gewissen Sachen. Also ich war nie bei Dominik angestellt, ich habe die Diplome gemacht, aber ich habe halt beim Steinhaus mitgearbeitet, sofern es gewünscht war oder gewollt war, oder dass er irgendeine Vertrauensperson gehabt hat, punktuell, die dann da war vor Ort. So hat sich diese Zusammenarbeit oder diese Art Zusammenarbeit gestaltet. Und das war für mich dann auch irgendwie ganz. Das hat natürlich schon Einfluss genommen auf mich selbst als Architekt, logischerweise, wenn du mit dem irgendwie einfach konfrontiert bist, dann siehst du, woher Energie und woher Geist dahinter steckt beim Dominik. Wir reden jetzt über den Dominik nicht? Und über seine Werke und über das, was er gemacht hat. Da. Und wie er eben auf den Einzelnen Einfluss genommen hat. Und auf mich da eben in der Form Einfluss genommen, dass ich gesehen habe, wie er mit den Handwerkern umgeht, wie er eigentlich mit allen gleich umgeht und wie er sie behandelt und das muss man auch mal umsetzen, sowas, wenn man dann selber Architekt ist, man wollte ja mal irgendeine Sichtbetonwand machen, das war total scheiße im Prinzip, weil es die nicht zusammengebracht haben einfach nicht. Und die haben auch dort schiefe Ebenen mit Gradkanten, die schärf, messerscharf sind und so. Also dann hat man schon gesehen, okay, wo liegt auch die Wertigkeit und wie, also die Wertschätzung dessen, was da umgesetzt wird, abgesehen vom künstlerischen und vom architektonischen Input, den er dort gehabt hat und gemacht hat. Und das übertragt sich dann schon auf einen selbst da, dass man sagt, okay, die Haltung, natürlich jeder hat seinen Weg und seine Geschichte und seine Biografie und so, aber summa summarum war es deshalb für mich keine so eine schlimme Geschichte, dass ich nach Kärnten gehe. Natürlich waren da die Situation war schon anders wie in der Steiermark und das ganze Wettbewerbswesen und das hat sich alles irgendwie so aufgebaut. Es hat dann das Architekturhaus gegeben, Gott sei Dank, eben wo der Reinhold gearbeitet hat und da waren ja schon Leute da, die schon stark an der Architektursituation mitgearbeitet haben. Und so gesehen hat sich das eigentlich so für mich ganz gut gefügt, dass ich dann, ja. Ich möchte da gleich einhaken, wie war denn deine Wahrnehmung von Dominik in Kärnten? War er sehr präsent? Also beim Steinhaus, da war er sowieso und auch bei den anderen Projekten, die er dann gemacht hat, ich meine, er hat sich ja, wie der Peter schon damals gesagt hat, er hat die alle gleich behandelt, gell? Im Landeshauptmann oder wer immer das war, ist im Prinzip hat er mit alle gleich geredet und Finger ins Auge gefahren, wenn es sein hat müssen, weil er halt so war. Und er hat aber dann auch wahnsinnig viel erreicht und hat dann sicher auf Konfrontation gestoßen. Da waren halt andere politische Gruppierungen, die überhaupt nicht kunstaffin waren oder das irgendwie eher abgelehnt haben, zu Zeiten der Landesausstellung und so. Also sein Wirken da war halt in dem Sinn, wenn er was gemacht hat oder was umgesetzt hat, soweit ich das dann wahrgenommen habe, mehr haben sie es natürlich im Büro mitgekriegt und was dann, wie die Situation war. Ich habe es, wie gesagt, immer nur am Rande oder im Bezug aufs Steinhaus mitgekriegt oder Gespräche, die dort natürlich hat er dann auch erzählt und geschimpft und, oder sich halt auch ausgelassen, was halt da passiert und was da für eine Trotteln sind und wie immer, nicht alle immer. Aber wie gesagt, das war halt so und ja, das war für mich die Wahrnehmung, was mit der Peter das gesehen hat.
Ich war ja während dem Studium eigentlich mehr in Kärnten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt, also 96 habe ich dann das Büro gewechselt nach Graz, wo mir dann der Domenik gefragt hat, wo ich eigentlich bis dato gewesen bin. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich ziemlich in Graz festgeschrieben, außer diese Zeiträume, wo ich mit Domenik nach Kärnten gereist bin, so, oder noch ja, zu diversen Wettbewerbsgeschichten in Kärnten, war mein Bezug zu Kärnten damals eigentlich relativ gering. Ab dem Zeitpunkt, erst später dann, selbstständig geworden bin, hat sich das wieder ein bisschen intensiviert. Also in dem Zeitraum habe ich das eher ein bisschen aus der Distanz gesehen und die Entwicklung auch nur so verfolgt, wie es eigentlich dann von ihm immer beschrieben worden ist, also relativ abschätzig und aufbrausend, wenn es um ein Thema gegangen ist, das Kärnten betroffen hat. So habe ich es ein bisschen in Erinnerung. Das hat sich dann später auch ein bisschen gelegt, wie er so in die Spätphase seines Wirkens übergegangen ist, war er da sanftmütiger und hat dann ein bisschen mehr versucht, glaube ich, auch die Initiative hinsichtlich Hypo und so weiter ist ja auch ein bisschen auf ihn zurückzuführen. Uli, du bist, also, falsche Ansprache. Uli, du warst ja sehr, sehr lange Assistentin bei ihm. Wie war das für dich, mit ihm, bei ihm zu arbeiten an der Universität? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Marion, aber ich bin irgendwie nie gefragt worden, ob ich hungrig bin oder durstig oder so. Also sieht man vielleicht. Ja, auch nicht im Haus der Architektur. Also ganz so kuschelig, wie sich das jetzt anhört, habe ich es nicht gefunden, muss ich schon sagen. Also Ich muss eh gestehen, ich bin ja nicht mehr Assistenzprofessorin, sondern einfach nur mehr in meinem Büro. Und zum Unterschied von euch war ich auch nie in seinem Büro. Und ich habe nur sehr kurz überlegt, ob ich, die Zeichensäle sind noch nicht erwähnt worden und die Zeichensäle sind mindestens so wichtig gewesen wie das HDA, mindestens, haben auch interessanterweise diese Tradition der Vorträge der Internationalen, dieser Einladungen auch fortgesetzt. Ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Er hat sicher angestoßen, keine Ahnung, wenn dann Coop Himmelblau die Architektur brennen lassen im Innenhof, was noch immer für Entsetzen sorgen kann bei der jetzt bestehenden Professorenschaft an der TU, finde ich einfach großartig, dass diese Provokation so lang hält. Also wie war er? Ich habe ihn eben als Lehrer schon gekannt und also eine sehr klare Entscheidung bei ihm, nicht Diplom zu machen, also mir das nicht anzutun, diese Grobheit, mit der er auch agieren konnte. Und es war dann ziemlich großartig, Assistentin zu werden, nachdem ich beim Klaus Kader im Büro war und bei Croce Klug in Graz und dann eben, also in so kurzer Zeit, relativ nach einer langen Studienzeit, dann bei ihm auf der Uni zu starten und zu einem wirklich speziellen Zeitpunkt, weil Raimund Abraham damals gerade ein Semester Gastprofessor war und ich dann mit meiner Kollegin, mit der Susanne A.T., nach Klagenfurt gefahren bin zum Ritter Verlag, der damals das Buch dazu publiziert hat, ne? Und das war also besser könnte der Einstieg nicht sein. Also das war wirklich ein super, super Einstieg. Und es war eindrucksvoll zu sehen, wie er als Professor agiert, mit wie wenig, also so wie die Marion sagt, also ein Teil der vielen Arbeit mit vielen Studierenden wird von einer Gruppe von Assistentinnen erledigt. Und
zur sagen wir mal, zwischen- oder finalen Besprechung, Präsentation, kriegt dann der Prof die Infos, ja, so Basic Infos, Rahmenbedingungen, und macht daraus aber wie, also eindrucksvollst einen ziemlich gescheiten Vortrag. So, das war mal beeindruckend. Was auch beeindruckend war, wie wichtig die Studierenden für ihn waren. Also es war seine, zum Unterschied von seinen Assistenten und Assistentinnen, die waren ihm alles andere als wichtig. Ja, also es war ein rüder Umgangston und hat manchmal Außenstehende nachfragen lassen, ja, wie er denn überhaupt so sein kann, so grob. Aber keine Ahnung, also warum er das, wo und wohin man es weggesteckt hat, weiß ich nicht. Es war, aber hat nicht die Wichtigkeit gehabt. Vielleicht, weil man den Verdacht gehabt hat, dass es im Grunde doch ganz okay ist, was man so tut. Ja? Weil sonst wäre es anders ausgefallen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Wertschätzung war, also wichtig war ihm wirklich die Meinung der Studierenden. Das war das Ding. Und also seine Assistenten waren es nicht. Ich habe, so wie die Marion sagt, auch darüber nachgedacht jetzt, danke für die wunderbare Einladung, aber wie groß der Unterschied war, ich war ja dann mit einer Dissertations- und Bürostartphase dann einmal einige Jahre nicht auf der Uni oder schon immer mit Lehraufträgen der Uni verbunden, aber dann gab es 2003 eine Universitätsreform, die entschieden hat, dass 68 nicht stattgefunden hat. Ja? Also wenn wir bis dahin als sogenannte Mittelbauer, ein bezaubernder Begriff, als Assistenten und Assistentinnen in großen Fakultätssitzungen beteiligt waren, genauso wie die Studierenden, die ihre Vertreter drinnen hatten, bestehen jetzt Entscheidungen, und Professoren waren, ich gebe es zu, auch dabei, aber okay, also es war eine Gremienarbeit, die dort stattgefunden hat, wo ihm sehr wichtig war, dem Dominik, dass da jemand vom Institut, keine Ahnung, die weiß nicht, ob es eine Auswahl war, aber es war, hat ihm schon gepasst, jemanden aus dem Mittelbau dort drinnen zu haben. Ja. Das war schon gut, und das kann man sich vor Augen führen, dass das, wie groß der Unterschied jetzt ist. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt eine sogenannte Professorenkurie, die trifft alle Entscheidungen, Personalentscheidungen, alle. Also wir müssen wissen, 68 hat nicht mehr stattgefunden. Ja, für die österreichischen Universitäten, und ein nächster Schritt dann der Umbau in dieses Bachelor- und Masterstudium. Großartigerweise, also seit dem vergangenen Oktober bin ich eben nicht mehr an der Universität, aber ich kann nicht sagen, dass es allen um die Mindestzeit geht. Also es gibt natürlich immer großartige Studierende, und ja, so, Dominik. Was hast du persönlich mitgenommen von dieser Zeit für dich? Welcher Zeit? Meiner Studienzeit bei der ihm? Der Zeit als Assistentin von Günter Dominik. Vielleicht ist es mir ihm ähnlich gegangen, mir ähnlich gegangen wie ihm. Mir waren auch die Studis unglaublich wichtig, weil das ist einfach, ich habe sehr lang eine sehr spezielle Lehrveranstaltung betreut, neben, keine Ahnung, Wohnbau und Gebäudelehre und was es alles noch gab. Und die Lehrveranstaltung heißt Gestalten und Entwerfen, und da kommen unterschiedlichste Leute im ersten und zweiten Semester und starten ein gemeinsames Projekt, nämlich ein Architekturstudium. Und das ist, das habe ich mit damaligen Kollegen, der Andreas Lichtblau ist jetzt Professor auch an der TU, aber wir haben das gemeinsam gestartet und uns aufgeteilt, und es war eine ziemlich wichtige Geschichte für uns alle. Und ich habe das sehr lange gemacht und sehr davon profitiert auch. Ja, weil die Auseinandersetzung ist einfach interessant, und es ergänzt natürlich das, was man auf der Universität tun kann,
ist noch immer eine tolle Ergänzung zu dem, was man im Büro tut oder was auf der Baustelle passiert. Ja, weil die Krisen an den verschiedenen Standorten relativieren sich auch, gleichen sich aus, bereichert sich so ungefähr. Ich würde dazu nur ganz kurz was sagen. Ganz kurz zu diesem Studien- oder zur Dissertation, Studium, wie lang, Studium, Prüfungen, verschuldisch, also so das Ganze. Zu der Zeit, mir hat das irgendwie doch so fasziniert, im Nachhinein gesehen, weil wir haben gegen Ende des Studiums mit einem Kollegen zusammen in Arthur Vandenbroek in Vulkirna ein Lokal gebaut, Kulturcafé Echo hat sich das genannt. Und haben da unser ganzes Wissen, Nichtwissen reingesteckt und alles, was an Möglichkeiten war, die wir irgendwo gesehen haben. Also wir haben halt eigentlich uns sehr engagiert bei dem Ganzen zu zweit, mit haben selber gebaut dort und so wie halt, und mit Handwerkern und mit Freunden und Bekannten. Und haben das dann fertiggestellt und der Domenico war immer vor Ort, nicht? Der war dann im Steinhaus und ist vor dem Verkehren übernachtet. Und irgendwann hat er das halt mitgekriegt, dass da was wieder ein Lokal bauen, nicht? Und so Kaffee-Ecke. Und das war dann fertig, nicht? Und ja, dann ist halt, weil mit Lob war er immer relativ sparsam, das wissen wir ja alle. Oder wenn überhaupt. Und dann ist halt so ein feines Lokal und dann drinstanden. Getrunken und man hat einen Schnaps oder irgendwas. Und ja, so geschaut. Ja, gesagt hat er nichts irgendwie, aber man hat gemerkt, das taugt ihm ziemlich. Gell. Das ist leider abgerissen worden. Das ist auch so ein Phänomen da in Kern, das ist auch nicht richtig, nämlich nicht nur abgerissen, sondern zurückgebaut ist das worden. Gell. Das ist überhaupt nichts mehr da, weder das masterbauartige Klo in der Mitte mit Beton und Glas, das waren echt coole Sachen drin. Aber ihm hat das schon getaugt, das hat man schon gemerkt irgendwie. Und dann sagst du, ja, nicht so schlecht. Und dann, das Interessante war dann, weil wir haben ja eben Studium und beim Studieren haben wir sehr zeitlosen Bade, Alter Vandenbroek, der leider schon verstorben ist, waren immer jetzt gleich unterwegs von der Zeit her und waren dann, glaube ich, 18. Semester oder im 17. so irgendwie. Haben eben das gebaut und studiert und gearbeitet und hat einfach uns Zeit gelassen oder einfach, ja, so wie es halt war. Aber dann war es so, irgendwann sagt er, ja, habt ihr bei mir noch irgendwelche Prüfungen oder so zu machen? Gell? Ich habe gesagt, ja, was ich gehabt, Wohnbau da unter Arthur, Gebäudelehrer oder so. Gell? Ich sage, ja, braucht's was? Wohnbau war nicht schlecht. Gell? Da hat er gesagt, ja, Gebäudelehre, ja, das war okay. Gut, kommt auf das Institut, fliege aus, kriegt die Noten für das. Haben wir für das Lokal, was wir gebaut haben, was natürlich irrsinnig wertvoll war für uns selber, und der hat gesehen, dass wir wirklich was Gutes gemacht haben. Gell? Dann war ihm das einfach das Wert, dass er sagt, okay, dafür kriegst du jetzt das Zeugnis, und das gibt es ja fast nicht mehr. Das hätte ich dir gar nicht erzählen, sonst sagen sie, ja, kennen Sie dein Studium noch ab und was weiß ich was. Das ist mir jetzt auch schon wurscht, gell? Im Endeffekt. Aber völlig irre, nicht? Also so, dass du das halt machen kannst, gell? Und das hat er gemacht. Und ich meine, das zeichnet den schon aus, auch wenn er auf der Krankler war und Krankenlob und was weiß ich was alles. Aber irgendwie, wenn wer was Gutes gemacht hat, und das wird da jeder bestätigen, das hat er dann schon halt anerkannt in seiner Art und Weise, wie er es halt kennen hat. Nicht? Und zum Studium da war halt so, dann haben wir es fertig gemacht und der Arthur und ich und sind dann in dem Saal drin gesessen, wo halt die ganzen Diplomanten halt ihre Dinge gekriegt haben. Und die Durchschnittsstudien da war damals, da waren aber 40 oder was, die fertig waren, sind oder 30, die Durchschnittsstudien von die, oder was ist 20, 25, war genau 19 Semester. Die Durchschnitts. Und wir haben beide genau 19 Semester gehabt, glaube ich, wenn wir fertig waren. Also der Arthur und ich. So viel zum, ja, heute machen sie es alle in 10 oder 11 maximal und 12 ist dann eigentlich schon schlecht. Nicht? Aber wir haben halt dann auch wahnsinnig viel davon mitgenommen und haben einfach, ich meine, ich möchte das nie missen, die Zeit, nie, keine einzige Stunde, gell, was ich da länger gebraucht habe oder wie immer nicht. Aber so viel zum, ja, Dominik als Lehrer und als Bekannter, der halt, ja, den uns halt begleitet hat in der Zeit. Marion, wie war es für dich? Du hast ja quasi studiert und dann bist du zu ihm ins Büro gekommen. Wie hast du das wahrgenommen und wie bist du zu ihm ins Büro gekommen und
Wie hat er dich da geprägt? Ich habe zu schmunzeln müssen, weil ich war schon aufgeregt, als ich nach Graz kam, Architektur zu studieren. Erstens einmal, ich fange jetzt zum Studieren an, das war vorher nicht ganz so klar. Und zweitens, das ist etwas, was ich machen wollte. Ich habe immer nur zwei Berufswünsche gehabt, entweder Malerei oder Architektur zu studieren. Ich habe mich dann für die Architektur entschieden. Und ich bin dann, ich habe versucht, auch schnell zu studieren. Ich habe so einen Anspruch gehabt, ich will das gut und intensiv machen und auch den Studienplan verfolgen. Damals war das ein nettes Buch mit so einem idealen Studienplanverlauf und habe mich dann auch in dem Semester, wo Gebäudelehre Vorlesung drinnen stand, in den Hörsaal gesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, das war damals so skurril, der Hörsaal war extrem voll. Es waren unterschiedliche Semesters, die Studierenden drinnen. Er geht so quasi auf die Bühne, flankiert von Assistentinnen. Und ich kann mich erinnern, der Gerhard Wallner, der jetzt ja das Büro fortführt, war damals auch mit dabei. Also es war eine ganze Reihe von Leuten dabei. Und das Erste, was er gesagt hat, so alle, die jetzt drinnen sind und in dem Semester drin sind, wo es im Studienplan steht, die sollen alle verschwinden. Weil die werden das nicht verstehen, was er da macht. Immer gedacht, hey, was sagst du da? Ich bin jetzt extra wegen dir da. Und dann hat er angefangen trotzdem zu reden, weil natürlich ist keiner gegangen, weil es hat sich irgendwie, wahrscheinlich hat keiner getraut aufzustehen und zu gehen. Oder wir waren alle zu neugierig, was kommt jetzt? Und im Endeffekt hat er recht gehabt, weil ich natürlich so relativ am Anfang vom Studium war und er hat aber schon was vorausgesetzt. Und dann war aber das irgendwie schon der Ansporn, ich will jetzt mehr wissen, ich will mehr tun. Und mir hat das eigentlich so einen richtigen Schub gegeben, weiter zu tun. Ich habe ähnlich lang gebraucht mit dem Studium wie du. Ich habe, glaube ich, 19 oder 20 Semester gebraucht. Ich habe aber durchgearbeitet daneben. Meine Eltern waren nicht ganz zufrieden. Ob der Zeit, wie dann fertig war, war die Zeit auch vergessen. Aber es hat mich so geprägt, dass ich einfach ganz viel nebenbei noch lernen wollte. Das war das eine. Ich habe das Bild heute noch von mir, wie er vorne steht und echt poltert und sagt, raus mit euch, ihr seid viel zu früh. Und über 100 Wasser hat er geschimpft, das kann ich mir auch noch gut erinnern. Hat mich geprägt, ich habe mir einige Gebäude dann angeschaut und habe mir gedacht, so, spannend. Ins Büro bin ich eigentlich durch Zufall gekommen, das war nicht meine Absicht. Weil ich mir immer gedacht habe, in ein Büro zu gehen von einem so bekannten Architekten, das ist mir zu stressig. Wer weiß, was ich dort tun kann. Und ich bin dann doch dort gelandet und war sehr froh, weil es eigentlich für mich auch das richtige Umfeld war, weil es einfach einen Raum gab zum Entwickeln, auch die Ideen umzusetzen. Es war zwar nicht alles immer so romantisch, das muss ich ja sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Nächte durchgearbeitet wie dort, im Studium nicht und danach auch nicht. Ich habe aber die Liebe zum Modellbau entwickelt, hatte ich vorher auch nicht so massiv. Und die Szene, als ich neu war im Büro, ich habe halt einen Platzsaal zugewiesen bekommen, den Gerd Fritzi, der eh von mir, wir waren gemeinsam im Raum. Man hat schnell einen Tisch aufgebaut, weil es waren so viele Leute dort, mit mir hat irgendwie keiner gerechnet und er hat immer so seine Bürorunden gemacht, in der Früh oder am Nachmittag wann er halt, er wollte schauen, wie es uns geht, dann geht er an mir vorbei, ich habe halt so fast ein bisschen eingeschüchtert gesagt, grüß Gott, dann dreht er sich um, kommt zurück, oh, die sind neu, darf ich mich vorstellen, Günther Domenik. So. Das war so irgendwie extrem sympathisch und so habe ich ihn auch als Chef empfunden, sympathisch, empathisch und sich um seine Leute kümmernd. Auch die Studierenden, das habe ich dann im weiteren Verlauf mitbekommen, die waren ihm immer sehr wichtig. Er hat da poltern können manches Mal, aber trotzdem dieses, wie geht's euch, das hat mich schon öfter, also wenn er durchgegangen ist, hat er immer gefragt, wie geht's dir, wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung. Brauchen Sie etwas von mir? Kann ich Ihnen etwas helfen? Ich war dann immer so am Anfang irritiert und danach war mir klar, das war eigentlich auch seine Haltung dem Menschen gegenüber. Und ich bin so oft gefragt worden, wie ist er denn so? Der muss doch extrem ungut sein. Und ich habe gesagt, das ist der sozialste Chef, den ich eigentlich jemals hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob mir alle geglaubt haben. Die haben eher gedacht, ich will seinen Mythos zerstören. Ich würde das Gespräch jetzt gerne ein bisschen in die Gegenwart holen. Domenik hat ja mit seinen Bauten, egal ob jetzt in Kärnten oder in Graz, den öffentlichen Raum wahnsinnig geprägt.
Und dennoch haben wir im Projekt sehr oft rausgefunden und zu hören bekommen oder gemerkt, dass er eigentlich aus der aktuellen Architekturdebatte total verschwunden ist. Und gerade als Person, die dann auch noch menschlich oder in ihrer Persona so aufregt, ist es eigentlich eine spannende Frage. Wieso ist Domenic jetzt von der Wahrnehmungsoberfläche verschwunden und seine Bauten? Ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so einen Kuschelkurs in der Architektur. Man sieht es ja oft bei Diskussionen, alle stimmen sich zu. Und er hat aber immer polarisiert, einerseits als Mensch und andererseits mit seiner Architektur. Es war eigentlich zu der Zeit, wenn ich an die Partnerschaft mit Alfred Huth denke, es war eigentlich nie das, was die Zeit sich erwartet hat von der Architektur. Also das hat in Graz die ehemalige Beder Eggenberg, der Baustoff, Sichtbeton, zu der Zeit Sichtbeton, das ist roh, brutal, nicht dicht, lässt Wasser durch, passt da nicht ins Stadtbild. Also es hat immer polarisiert, er war immer mit den Dingen früher dran oder er hat einfach versucht, neue Wege aufzuzeigen. Und was mich nämlich so fasziniert ist, und gerade wie ich zurück an die TU bin, dass eigentlich Leute, die und ihm, also die studiert haben, wo er Professor war, oder die auch im Büro gearbeitet haben, viel versucht haben, um genau das nicht mehr zu thematisieren. Also das kam in der Ausbildung kaum vor. Und wenn ich heute, ich bin heute auch an der Uni Graz für die Einführungsvorlesung in die Architektur verantwortlich, wenn ich meine Studierenden frage, ob sie Günter Domenic kennen, wer ist das? Was hat er gebaut? Dann sage ich, naja Leute, machen wir einen Campus-Spaziergang und schauen mal zum Resuvi. Ist zwar ein jüngeres Gebäude, aber ist der auch mitverantwortlich oder die U-Lessingstraße oder und so weiter, also, oder auch Wohnbau, aber er ist gar nicht mehr präsent. Und ich weiß aber nicht, warum. Das ist total spannend, weil es sind andere präsent, die, wo ich mir denke, okay, warum wird über euch gesprochen, eben gerade zur Schule oder so, aber warum ist Günter Domenic jetzt nicht mehr ein Begriff in Graz? Also an der Architekturfakultät, aber auch in anderen, im Haus der Architektur hätte ich schon lange nichts mehr davon, also von seiner Architektur gehört. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Universität. Sag was, Peter. Öffentlicher Raum ist es. Ja, stimmt, die Lessingstraße. Ja, das ist bezeichnend, glaube ich. Also wenn man einem Hochschulprofessor an seiner Wirkungsstätte ein Gebäude beschneidet, ohne Widerstand, ohne dass irgendwas davon sozusagen in den Zeitungen oder sonst wo erscheint, dann ist das, glaube ich, bezeichnend für die Situation, in der wir uns befinden. Also man mag stehen zu seiner Architektur, wie man will, sicher nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache, aber ich glaube, ein gewisser Respekt gehört auch in der Architektur dazu und den hätte ich mir da schon gewünscht. Aber es geht ja nicht nur bei Domenic, so auch Windbichler oder andere sind demontiert worden, ohne dass es Aufschreie diesbezüglich gegeben hat oder habe ich sie nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob alle so genau Bescheid wissen über diese den Abbau einer Rampe in dieses Lessingstraßen-Universitätsgebäude. Also das ist dadurch verändert worden, ganz, ganz gravierend verändert. Aber ich war bei einem Stadtspaziergang dabei und es hat mich dann Norbert Müller, der ganz viel an diesem Projekt gearbeitet hat oder der es eigentlich umgesetzt hat, dieses Projekt geplant hat, der Norbert hat mich unglaublich damit beeindruckt, dass er gesagt hat, ja, jetzt ist sie weg, die Rampen, aber das Gebäude ist noch immer gut. Das ist so gut, dass es das aushält. Und das, finde ich, ist von jemandem, der da so intensiv dran mitgearbeitet hat und das erarbeitet hat, ist das ein, für mich ist es ein ganz, ganz wesentlicher Kommentar. Ich habe diese Rampe geliebt, weil ich liebe es, über Rampen zu schlurfen und nicht auf Stiegen, Treppen, Stufen schauen zu müssen. Ja? Das haben nicht viele gemacht, die Ali Würz, wir waren die überzeugten Rampenschlurferinnen, weil das ist dann, da ist man dann aufs Institut hinaufgekommen.
Aber in Wirklichkeit hat es formal natürlich diese Rampe eine hohe Eleganz gehabt, hat aber auch gleichzeitig diesen Park in zwei Bereiche zergliedert oder sagen wir mal geteilt. Und jetzt ist diese Rampe nicht mehr da und es können, auch wenn es uns jetzt formal das Herz bricht, dort ganz andere Dinge geschehen, wenn es um den öffentlichen Raum geht. Dieser öffentliche Raum, dieser Park, ist jetzt einer, der in einem anderen räumlichen Zusammenhang tatsächlich genutzt werden kann. Und das Gebäude ist noch immer ein funktionierendes, tolles Gebäude. Ich bin nicht so sicher, ob der Domenic oder seine Bauten tatsächlich öffentlichen Raum geprägt haben in Graz. Das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube es auch von Kärnten nicht. Also ja, also das Resovi ist schon, das ist ein 300 Meter langer Baukörper. Das ist schon klasse und man kann an vielen seiner, ich habe immer wieder seine Bauten verwendet als Referenz für die Studierenden. Ne? Es ist lustig, wenn man einen Stadtplan hat und dann sagen kann, so und wie lang dieses Stück jetzt, was glaubt ihr, wie lang das ist? So, schaut her, das sind 300 Meter, es ist quasi ein Maßstab für die ganze Stadt. Weil, ja, es ist, man kann immer was dranhängen oder, keine Ahnung, dieses Lessingstraßengebäude, das Richtungen aufnimmt, zwei bestimmte Richtungen und wenn sie dann da drinnen stehen, weil das Domenic-Institut, muss man jetzt auch mal sagen, ist das einzige Architekturinstitut von einer Holzbauwerkstatt abgesehen, das wirklich in diesem Gebäude Platz gefunden hat. Alle anderen Kollegen waren nicht so begeistert von der Aussicht, einen Neubau besiedeln zu können, sondern sind geblieben im Altbau. Ja? Und dann hat das Domenic-Institut war dann dort. Und dann ist es lustig, in diesem Gebäude das sagen zu können. Was ich aber irgendwie befremdlich gefunden habe, und es stimmt, dass die Studierenden jetzt, aber man muss auch sagen, es ist schon auch eine ganz schöne Zeit vergangen und es gibt in der Architektur auch aktuelle Fragestellungen. Ja? Und es gibt Themenstellungen, mit denen sich der Domenic ganz sicher nicht auseinandergesetzt hat, weil es ihn wirklich nicht interessiert hat. Ja? Dem haben einfach auch andere, mag sein wesentlicherer, weil es haben ihn einfach andere Themen interessiert. Und es gibt jetzt schon auch Themen, die ich auch für mindestens genauso relevant halte, einfach weil sich das auch das Architekturgeschehen und das politische Geschehen, was auch immer, es hat sich einfach sehr, sehr viel geändert. Aber was ich befremdlich finde, ist nicht, dass sie es nicht kennen, ist, auch wenn es mich überrascht, ja, wenn ich darüber nachdenke, es ist einfach so viel Zeit vergangen. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, für wie viele der Professoren eher eine so prägende Figur war, dass er so eine Vaterfigur ist, die man überwinden muss. Ja? Es hat eine Phase gegeben, da konnte niemand eingeladen, da konnte kein Referent einen Vortrag halten, der nicht als erstes von dem Professor, der ihn also eingeladen hat, gefragt wurde, wie er denn zur Grazer Schule steht. Und ein Teil der internationalen Gäste waren relativ irritiert, weil sie so sicher auch nicht waren, wie sie jetzt zur Grazer Schule stehen. Ja? Also, ja. Aber es ist jetzt beantwortet auch nicht das Ding mit dem öffentlichen Raum. Nur ganz kurz ein Nachtrag dazu, das war ein bisschen ein, ich befasse mich in anderen Bereichen viel mit öffentlichem Raum. Das ist ein bisschen so, dass du hast natürlich vollkommen recht, Domenic ist jetzt kein klassischer Präger des öffentlichen Raums. Und du hast auch vollkommen recht damit, dass sich die Fragestellungen radikal verändert haben. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann ich es ein bisschen spezifizieren. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass Domenic insofern, also ich sage das jetzt sehr überspitzt, semi-öffentlichen Raum gestaltet, indem er, und also ich weiß um die Provokation der Aussage, Leerstand generiert. Ne? Also wenn man die Z anschaut, wenn man die Heft anschaut, wenn man zum Teil das TU-Gebäude anschaut. Und ich finde ja auch, das ist ein spannender Aspekt seiner Arbeit, dass sie eben nicht zum Beispiel rückgebaut werden, ne, wie dein Café, sondern noch stehen. Also da ist ja irgendwo was,
dass Dominik, also hat so einen Nichtplatz irgendwo in unserem Architekturdiskurs? Oder seht ihr das ähnlich oder anders? Was der Nichtplatz oder was Umnutzung betrifft, mir fällt jetzt gerade spontan eine Bank ein am Grazer Dietrichsteinplatz, die jetzt ein Sparmarkt ist und die, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir vom Büro das abmontiert haben, Peter, vielleicht weißt du das, aber es gab so eine spezielle Leuchte im Eingangsbereich. Den gibt es noch, gell? Ja. Und wir haben überlegt vom Büro, die müssen wir retten. Die kann nicht einfach weggeworfen werden. Wir haben echt Angst gehabt, dass das weggeworfen wird, weil um den Wert, die Spararchitektur ist eine eigene Architektur, hat einen Wiedererkennwert, aber wir waren uns sicher, dieser spezielle Eingangsbereich. Aber das waren dann manchmal so aufregende Dinge im Büro, wenn wir entdeckt haben, es gibt eine Umnutzung in unmittelbarer Nähe und vielleicht können wir was retten. Ich meine, das ist so ein bisschen skurril. Manchmal haben wir verrückte Ideen gehabt. Das war vielleicht auch die, so ein bisschen Dampf ablassen, wenn es stressig war im Büro. Das fehlt mir jetzt an der Uni. Also da, manchmal glaube ich, ich bin in einer spaßbefreiten Zone, weil das muss auch sein. Also man muss irgendwie Dinge überspitzt machen können. Und die Toleranz war bei uns im Büro schon da. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch schon über 10 Jahre weg. Aber wir haben dann doch teilweise versucht, einfach über solche Aktionen, wir sind da hingefahren, haben fotografiert und ich glaube, mein Kollege hat auch mit den Verantwortlichen dort geredet, um ihnen klarzumachen, wie wertvoll das ist und welchem Büro das zuzuschreiben ist. Immer nicht verrückt, warum tut man das, aber einfach um zu zeigen, Leute, ihr habt da den Sparmarkt, aber wisst ihr, was vorher war? So. Oder wie es auch versucht worden ist Straßenbahnhaltestelle vom Windbichler, zu sagen, das ist eine ganz spezielle Architektur. Ich meine, es ist jetzt nicht Leerstand an sich, aber Umnutzung. Und es ist aber auch sehr speziell zu sehen, die Dinge können umgenutzt werden. Was ist jetzt, ich habe mich mit der Z-Bank Favoriten kurz mal befasst, weil mir das so interessiert hat. Zwischendrin war auch mal eine Kofferabstellzentrale oder so, wie man das nennen kann. Und da gibt es ja Fotos davon, wo man sieht die markante Fassade der Z und dahinter sind ganz schön unterschiedliche Koffer aufsortiert, so nach Farbe und Größe sortiert. Das ist voll skurril. Also das wäre eigentlich auch schon einmal eine Publikation wert. Was ist entstanden oder wie schaut es heute aus? Welchen Wert haben die Dinge heute? Aber der Vogel ist gerettet. Ja, der Vogel ist gerettet. Der wurde gerettet. Aber eh nur, weil wir da täglich vorbeigefahren sind und er hat gesagt, was passiert mit dem Vogel, da ist jetzt eine Baustelle. So, ah ja genau, was passiert mit dem Vogel? Es hat jetzt diesen großen Schwerpunkt Günter Dominik dimensional gegeben, wir haben einige Sachen herausgearbeitet. Wie sollte man jetzt nach eurer Meinung mit diesem Erbe umgehen? Einerseits mit den Bauten und andererseits mit dem Wissen, das generiert wurde. Peter. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, verwundert darüber, dass jetzt in der Runde gefallen ist, Dominik hätte keinen öffentlichen Raum gemacht. Mit einem 300-Meter-Gebäude in einer Stadt fällt es meiner Meinung nach ganz schwer, keinen öffentlichen Raum zu machen. Also das. Aber auch alle anderen Gebäude, die jetzt irgendwo in Graz verhaftet sind oder auch nicht in Graz, würde meinen, dass da immer öffentlicher Raum dahinter oder davor steht, der mitgeprägt worden ist. Also wie man mit dem Erbe umgehen kann, das ist ein schwieriges Thema, dass diese Dimensional-Performance ja eigentlich versucht hat, ein bisschen sozusagen
in die Gedankenwelt der Kärntner zu bringen, beziehungsweise der Österreicher, würde ich sagen. Wie weit es gelungen ist, weiß ich nicht. Also das wird man in der Folge sehen, ob sich da was auftut, ob diverse Projekte einer Nachnutzung zugeführt werden können. Ich hoffe, dass das Steinhaus genügend Pflege erhalten kann, um das weiterzubringen. Das wäre schon einmal ein wesentlicher Punkt, glaube ich. Aber auch, dass man sich bewusst wird, dass die anderen Gebäude, die in Kärnten und woanders stehen, sehr wohl ihren Stellenwert haben. Auch das Nürnberger Museum, glaube ich, wird jetzt einer erweiterten oder einer anderen Nutzung zugeführt. Inwieweit das auch Einfluss ausüben wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir sind alle angehalten, diesen Respekt, den ich vorher erwähnt habe, der Architektenschaft gegenüber auch zu leben. Also, und uns ein Stück weit davon zu verabschieden, dass alles so hingenommen wird, wie es uns vorgegeben wird. Also dass teilweise Wettbewerbe abgehalten werden, die dann sehr fragwürdige Ergebnisse aufwerfen, aus welchen Gründen auch immer, muss, glaube ich, doch irgendwo Reflexion finden und zu einem gesellschaftlichen Diskurs führen, würde ich meinen. Ja, ich glaube, also es ist unglaublich eindrucksvoll, was mit dem Dimensional gelungen ist, glaube ich. Also da kann man nur gratulieren. Also ich finde sowohl die Ausstellung als auch die Publikationen und die ganze Aufarbeitung und was an Archiv jetzt zur Verfügung steht, das finde ich einfach beeindruckend, wirklich. Also insofern ist es, glaube ich, ein großartiger Fundus, sich davon inspirieren zu lassen. Es ist nicht, es ist überhaupt nicht so, dass sich die Öffentlichkeitswirksamkeit der Gebäude bestreiten würde. Ich würde nur sagen, bestimmt hat er ihn nicht, den öffentlichen Raum mit seinen Gebäuden. Das ist auch einem einzelnen Architekten, denke ich, ganz, ganz schwer möglich. Von welchem Architekten würden wir denn sagen, dass er als Einzelperson den einen Stadtraum bestimmt oder den öffentlichen Raum bestimmt? Aber wirklich, ich finde die Veranstaltung wirklich großartig. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die war ganz überrascht eigentlich oder positiv überrascht, was man, meine Steinhaus kenne ja, und im Prinzip was damit passiert und dass man sich wirklich bemüht drum und wirklich mit, also in Kleinarbeit und mit, also der jetzige Vorstand und andere Personen und das ist einfach halt zu hegen und pflegen, weil es ja eben ein Gebäude ist, das außergewöhnlich ist und eine außergewöhnliche Behandlung, eine außergewöhnliche Behandlung bedarf. Aber was mich besonders toll gefunden habe, war das mit der Heft, weil die Heft ist ja wirklich so in Vergessenheit geraten und irgendwie hat man das damals die Landesausstellung gehabt und dann war es irgendwie so ein Stiefkind oder irgendwie war es halt da und nicht irgendwie und ja, eben dann auch mal mit einem Landesbeamten und gesagt, ja, jetzt wenn wir bei der Heft irgendwie ein Klo einbauen, ich weiß auch nicht und versuche, also der eine der von der LIG oder BIG oder irgendwie, nicht BIG, Landesimmobiliengesellschaft, da denke ich mir, aha, okay, irgendwas, das ist nicht ganz zusammenfällt, so auf die. Und jetzt nicht, also im Zuge dieses Dimensional und im Vorfeld ist das super. Also ich war echt fasziniert. Gell. Also wieder, bei der Eröffnung war ich dort einmal und dann auch noch einmal mit einem Freund, so habe ich mir durchgelaufen und gesagt, voll mit, schauen wir uns das an, gehen wir durch, sind nicht so viele Leute da. Es ist grandios, gell, im Prinzip, die wenn man dort durchgeht, ist die Räume, der Raum, an und für sich und die Architektur und das spürst du alles so, dass es, auch wenn es verfolgt oder wenn es morbid wird, das hat eigentlich fast noch mehr Charme, als wenn es ganz frisch ist. Habe ich so denn? Also es war mein Eindruck, den ich mitgenommen habe und den, ich glaube, der täuscht mich nicht so sehr.
Und dann kommen wir natürlich zu Gedanken, denkst du, na gut, irgendwie, warum macht man da eigentlich nicht daneben das Gebäude, könntest du ein Jugendhotel oder irgendwas machen, wo man sich aufhalten kann und dann Studenten holen, Künstler, alle möglichen Orten. Und, also das ist ein Ort, der riesig viel Kraft hat. Gell? Und für mich eines der besten Gebäude ist, für mich, das hast du nicht gesehen, aber was der Dominik gemacht hat, also im Kontext mit dem, allein schon die Entwicklungsgeschichte oder die Entwurfsgeschichte mit dem Bergbau und mit den Stollen und was dann zum Schluss ausgegeben, trotz starker Einsparungsmaßnahmen oder Androhungen vom überhaupt nicht machen und so. Aber das, was dann so eben da steht jetzt und das auch wirklich gut nutzbar wäre, gell? Es ist ein geschlossener Raum, da sind Außenräume, da sind Freiräume, es ist daneben eben dieses, ich meine, das wäre mal wert, dass man irgendwie oder eben versucht, da haben wir Überlegungen, dann wird man irgendwas anzustellen, was kann man daraus machen mit dem Gebäude daneben oder mit den so einer Ideenfindungsgeschichte. Nicht von der Architektur, da brauchst du jetzt nichts ändern, sondern brauchst nur benutzen, gell, so wie es jetzt da ist und das ein bisschen auch noch hegen, aber mit dem Gebäude daneben und so. Also ich habe das großartig gefunden, was da eben passiert ist jetzt im Rahmen dieser, und ich war irrsinnig überrascht, wenn man gemeinsam mit der Achweiler, bevor man das viele Geld da war, gell, das, ich meine, das war echt total, ja, nein, ich meine, das ist ja nicht so selbstverständlich, gell. Das sagst du, okay. Pass auf, das sind jetzt, ich meine, das ist für uns eigentlich unvorstellbar, weil es ja das gar nicht gegeben hat in der Form für irgendwas. Gell. Also das ist schon cool. Gell. Und was man daraus gemacht hat mit dem Geld, gell. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das, also das hat schon, vielleicht ist es, ich hoffe, dass es eine Art Initialzündung ist, zumindest für Steinhaus sowieso, das wird ja weiter betrieben und gemacht, aber eben auch die Hälfte, das zumindest zwei Orte, weil das andere sind dann, hat Inka privater gekauft, den Völkermarkt oder die Z hat jetzt auch irgendwer, der sie halt nutzt oder so, aber das wären so Sachen, die mit der Region, mit dem Tourismus, mit Kultur, mit der Hochschulen, mit, man kennt da schon sehr viel machen, fast mehr wie mit dem Steinhaus. Finde ich, weil die Räumlichkeiten noch mehr zulassen oder einfach für Arbeiten und so. Gell? Ja, so ist es. Was mich persönlich sehr freut, weil ich ja auch dann im Büro das Archiv die Betreuung übernommen habe von einer Kollegin, dass die Zeichnungen zugänglich sind, die ja im MAC ich sag mal, gelagert sind, weil diese Zeichnungen sind so kraftvoll und sie sind ja oft der Ursprung, der Ausgangspunkt für etwas und gleichzeitig auch die Modelle, weil das ist schon was ich im Büro, das ist eine Haltung, die ich mitgenommen habe, dass ich zu schätzen gelernt habe, einerseits die Zeichnung und andererseits das Modell, eben dieses Zweidimensionale, das Dreidimensionale, was daraus entsteht und was ich daraus lernen kann. Ich habe auch das Steinhausmodell restauriert, damals für die Eröffnung und es war ein 3D-Bastel, weil es ist aus Übersee zurückgekommen in einer großen Kiste und die Kiste wurde dann in der Steinhausgarage abgestellt und es hat sich niemand getraut, diese Kiste aufzumachen. Und dann war spruchreif, das wird im Steinhaus ausgestellt, das muss jetzt restauriert werden, wahrscheinlich ein bisschen. Es war ein 3D-Bastel, das war so genial. Es hat relativ lange gedauert, aber ich habe viel gelernt dabei und es hat schon was, sich auf die Art mit Gebäuden zu befassen, einfach auch diese Struktur zu erfassen und nicht nur in der Erstellung von Modellen, sondern auch in der Restauration. Und es hat natürlich auch den Wert für die Besucherinnen, ich kann rumgehen, ich kann so unterschiedliche Positionen einnehmen, aber gleichzeitig habe ich die Zeichnungen dazu. Oder wir haben auch für eine Ausstellung im Haus der Architektur Graz sämtliche Details, die für das Steinhaus gezeichnet worden sind, zusammengesammelt, weil nämlich dadurch, dass die Bauzeit so lange war, wir haben ja auch eine Verlaufskontrolle. Das heißt, man hat ja, ich glaube in den 1980ern wurde es begonnen, bis hin 2008 war die Eröffnung, 80, ja so. Was sich verändert hat in der Architekturproduktion, wie wurde gezeichnet, was ist verwendet worden an Material
Wir haben ja teilweise die ganzen statischen Berechnungen noch ausgegraben für die Ausstellung und dann bis hin zu den einfach zu 100% computergezeichneten Modellen, Zeichnungen. Und das ist schon spannend zu sehen und man hat ja gesehen, wie sich das Gebäude verändert hat, auch im Modell, wie viele Versionen des Würfels gebaut worden sind. Man, jetzt ist er relativ gerade und straight hineingesetzt worden, aber der war ja eigentlich eher so auf einer Kante liegend gedacht gewesen. Und das ist alles nachvollziehbar und das ist so spannend, auch das nochmal zu bestaunen, anzuschauen oder vielleicht anderen zu zeigen. Und das fasziniert mich auch, dass ihr mit eurem, mit dem Projekt hier, diese Dinge einfach wieder sichtbar macht, dass sie angreifbar werden und nicht in einem Archiv quasi gut gelagert werden, sondern auch eben uns allen zugänglich gemacht werden. Ich würde jetzt gern aufmachen, unsere Runde und gern euch auch mit einbeziehen. Wie findet ihr, wie sollte man mit dem Erbe von Günter Domenik umgehen? Vielleicht jetzt weniger jetzt konkret auf die Fragestellung bezogen, aber diese fundamentale Fragestellung danach, quasi, wofür steht die Architektur Günter Domeniks und wie ist diese Architekturposition auch in der österreichischen Architekturgeschichte zu lesen, das war eigentlich das, was uns auch die ganze Zeit in diesem Ausstellungsmachen beschäftigt hat, wo wir auch gemerkt haben, wieso ist diese Figur eben so unsichtbar geworden? Ja? Und auch für uns selbst war sie unsichtbar. Und dass wir gesehen haben, also welche Wegmarkierungen, welche Milestones eigentlich gesetzt wurden, von, also wirklich mit den 60er Jahren beginnend, hat sich das noch einmal verstärkt, dieses Gefühl, what the fuck? Also wieso stehen wir heute da und haben eigentlich Kisten zu entstauben, um quasi etwas hervorzuholen, was eigentlich viel selbstverständlicher in dieser Geschichtstradierung der Architektur sein müsste. Und jetzt quasi euch zuhörend, habe ich das Gefühl, das ist auch das Politische vielleicht an dieser Figur oder Position, die Domenik vertreten hat in dieser Republik, ist natürlich, dass da mit den 68ern, und da ist ja Österreich vielleicht auch jetzt mit dieser Architekturvangarde, die mit Coop Himmelblau, Zündapp, Hausdrucker und Co. und so weiter, ja sehr prominent vertreten ist, natürlich auch ein sehr radikaler Bruch mit einem Geschichtsverständnis, das mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, bei Domenik ist es vielleicht sogar noch ein Stück mehr, weil es gebaut wurde, weil es sich manifestiert hat und nicht nur Utopie geblieben ist. Ja. Es ist wie ein Stachel, den man gesetzt hat, der sich eingeschrieben hat, sage ich jetzt einmal, diesen Umgang mit der eigenen Geschichte, der vielleicht auch ja, auch mit dieser Nachkriegsmoderne bricht, die so eine Härtelsche, eine sophisticated ist, die aber eigentlich ein bisschen versucht hat, auch etwas zu tünchen, ja, und da bricht etwas auf. Und das hält Domenik aber eigentlich konsequent durch, also er verliert sich da auch nie, ja. Es quasi erneuert sich auch wahnsinnig gut selbst, also so zumindest war unser Gefühl. Ja. Und ich glaube, allein das würde es verdienen, bedacht zu sein. Ja. Und auch das passiert im Diskurs, Entschuldigung, dass ich hier zu lang bin, also aber das quasi sind einfach nur Gedanken. Es hat mich dann auch noch einmal bestärkt, dass ich irgendwo in einer kleinen Zeitung in der Steirischen gelesen habe, jetzt hören wir doch auf, in den Rückspiegel der Geschichte zu schauen, also in Bezug auf die Grazer Schule, und schauen vorwärts, weil das ist jetzt wirklich schon genug bedacht gewesen. Ne? Und in Wahrheit quasi sagt das alles aus über den Umgang quasi mit Geschichte. Ne? Also das ist eine Strategie, die hat man eh eigentlich permanent angewandt, dass man halt nicht in den Rückspiegel geschaut hat. Ne? Genau, ja, so viel meinerseits. Ja, also ich denke, wie geht man mit dem Erbe um? Also jetzt, weil auch das über Steinhaus gesprochen wurde, da ist schon wichtig, was mit dieser Wiese neben dem Steinhaus passiert. Und ich denke, man sollte wirklich was tun,
dass da nicht so ein normaler Hotelkomplex hingebaut wird, was viele wollen, sondern andere Sachen entstehen. Also wie ich das mitbekommen habe, ist ja die Idee von Dominik auch gewesen. Also er wollte ja auch mal da so eine Art, wie soll man sagen, so eine Dependance von der TU Graz ins Steinhaus bringen, was dann nicht geschehen ist. Und deswegen gibt es ja keine Übernachtungsmöglichkeiten. Aber die Idee, dass man Workshops hat, die dort stattfinden oder vielleicht auch in der Heft in Zukunft, die ist immer noch da. Und ich glaube, dieser ganze Diskurs ist wichtig. Und das ist auch ein Erbe von ihm, das weitergeführt werden muss. Und da gibt es schon ein paar Ideen von der FH Kärnten zusammen mit Georg Wald, diese Wiese einfach anders, schon auch mit Übernachtungsmöglichkeiten. Vielleicht gibt es so eine Art Mini-Houses zum Übernachten für Studierende oder Workshop-Teilnehmerinnen und vielleicht Pavillons, die sich ändern, so wie bei der Serpentine Gallery. Also da gibt es schon einige Ideen und ich glaube, wichtig ist dafür zu kämpfen, dass das weitergeht und dieser Diskurs weiter stattfindet. Ja, ich glaube, dass der einzige Umgang oder die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, das Erbe zu erhalten. Egal, ob es jetzt das Physische ist oder auch das Theoretische. Und wenn die Studierenden nichts wissen, das ist mir genauso gegangen. Wir haben auf der Angewandten dieses Jahr ein Fach gemacht, ein Seminar, das dann ausgestellt wurde in der Heft. Die Ergebnisse, also nicht. Und da kannte natürlich niemand Dominik und auf der Angewandten sind auch viele internationale Studierende, die noch weniger die österreichische Architektur kennen, aber jeder war sofort interessiert. Also wir haben glücklicherweise den Matthias Böckel an der Uni gehabt und haben ihn gleich zum Vortrag eingeladen und der hat dann, glaube ich, 2 Stunden lang, also es konnte eh schon niemand mehr am Stuhl sitzen, weil das so, aber es war total interessant, es ist niemand gegangen, es sind alle da und es waren sogar, wir hatten eine irrsinnig schlechte Zoom-Verbindung und die Leute sind auch im Zoom geblieben, weil sie diese ganzen Zeichnungen nicht kannten und aber ist das Interesse dann schon geweckt werden kann. Und ich glaube, so ist es genauso mit den Bauten und man muss einfach schauen, egal ob sie leer stehen oder nicht, dass sie nicht zurückgebaut werden und dass sie irgendwie, also jetzt gar nichts machen geht natürlich nicht, weil das hat man an der Heft ja sehr gut gesehen, dass Architektur halt einfach kaputt geht, wenn man sie nicht verwendet. Das weiß, glaube ich, jeder, der ein bisschen was mit Architektur zu tun hat, dass man das einfach erhalten und pflegen muss. Und ja, und was das Großartige ist, was die Ina davor gemeint hat mit dem Leerstand, weil er hat ja solche Monster, also er hat ja wirklich, muss man ja mal sagen, er hat ja wirklich mehrere Riesenprojekte gestemmt. Also das ist ja nicht nur eins, aber ich meine, die Heft ist ja wirklich groß oder auch das T-Mobile oder, und ich finde auch, da noch kurz zu dem, was davor gesagt wurde, er hat zwar nicht jetzt wirklich, hat vielleicht der öffentliche Raum jetzt nicht so in dem Sinne interessiert, dass er jetzt Plätze gestalten hat, aber ich finde schon, dass er ganz stark das Stadtbild geprägt hat und insofern das schon natürlich überschwappt oder auch die Z-Bank, nicht? Man hat diese öde Einkaufsstraße und dann plötzlich, boom, merkt man, da ist jetzt was passiert. Und was mir so gut gefallen hat im Umgang mit den Studierenden, wenn man ihnen das gezeigt hat, auch die Heft gezeigt hat, dass man dann, dass es egal, wie man geschmacklich jetzt zu seiner expressiven oder weniger, also es ist ja auch bei Projekten unterschiedlich, ganz egal, wie man dazu steht, es ist hoch, also die Qualität der Architektur, auch der Details, auch konstruktiv, das ist eine sehr hohe Qualität, die es heute selten gibt. Und da kann man jeden, also kann man auch Studierende da total dafür sensibilisieren, dass man sagt, schau mal, wie das Detail da gelöst ist, schau mal, wie da der Stahl, das Glas oder den Stein oder was auch immer trifft. Und das ist auch schon gesagt worden, dass das so wunderbare Unterrichtsobjekte sind, egal ob es um Städtebau, Details, Erschließung, was auch immer geht. Und ich glaube, da kann einfach jeder seinen kleinen Beitrag leisten, am Leben erhalten. Also das ist total interessant, dass du das sagst, weil also ich bin erst seit kurzem in Österreich und kannte Dominik eigentlich nur von Nürnberg her und dann habe ich aber im Frühjahr mit Georg Wald im Keller
wo viel Schlamm war wegen der Überschwemmung, versucht noch ein paar Zeichnungen zu retten. Und dann haben wir auch so ein paar Details gefunden von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und gesehen, dass sie echt viel gearbeitet haben an dem Haus. Aber wir haben auch so ein paar erste Skizzen gefunden, die haben wir dann ausgelegt in einen der Schwebesteine. Und was mich echt total verblüfft hat, ist, dass man in diesen ersten Skizzen merkt, dass er weiß, wie was gebaut wird. Also die sind so fein. Es gibt ja auch andere Architekten, die mit so dicken Filzstiften irgendwie geniale Skizzen produzieren. Das ist es nicht. Er wusste genau, wie was umgesetzt wird. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat er ja wirklich auch ein gutes Verhältnis mit den ganzen Handwerkern und den Firmen und hat gehabt und hat wirklich was experimentiert mit diesen Leuten. Ach so, aber öffentlicher Raum in Wien, diese Straßenbahnhaltestelle, ist eigentlich schon auch ein Ort. Ja. Also ich finde auch, also wenn jemand wirklich Raum geprägt hat und sich Raum auch genommen hat, dann ist es wirklich auch diese Geste Domenics. Ne? Also ich finde Humanik auf der Alserstraße ist perfekt, das Theater hier auch. Ja? Also insofern, ja. Noch einen Gedanken zu deiner Frage oder der Frage, irgendwie die man während der Recherche der Ausstellung immer wieder begegnet ist, warum er eigentlich so untergegangen ist. Und ich glaube, das liegt schon daran, und meiner Meinung nach ist es eine Qualität, dass ihn das nicht so irrsinnig interessiert hat, jetzt berühmt zu werden oder so. Oder er hat nicht seinen Lebenslauf gebaut, sondern er hat Gebäude gebaut. Und ihn hat das irgendwie interessiert, mit den Handwerkern zu sein und mit den Studierenden zu sein. Und es ist auf eine, finde ich, sehr schöne Art bodenständig und halt nicht so abgehoben, nicht? Und Ich glaube schon, also ich habe öfter so in Interviews und in, hört man ja, dass er schon auch, wo er dann nach Wien kam, darunter gelitten hat, dass er nicht gesehen wurde, aber von den Architekten, also von der Szene. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, das ist jetzt eine Frage an das Podium, wie ihr das seht. Mein Eindruck ist, dass ihm dieser Ruhm, also ihm ging es halt um die Architektur und nicht darum, dass er jetzt irgendwie Bücher publiziert. Und es gibt ja irrsinnig wenig Bücher eigentlich über ihn. Und es gibt ganz junge Architekten, die kaum was gebaut haben, die schon... Ja, und auf Teufel komm raus. Ja, genau. Ich glaube, ganz so uneitel ist es dann auch wieder nicht. Gell? Also ich kann mich schon gut erinnern, dass es, das war natürlich auch eindrucksvoll, es geht um die Bibliothek für Paris und den internationalen Wettbewerb dazu, und das war ja nicht so selbstverständlich, den Herrn Professor in einem Wirtshaus zu treffen, indem er, wo er allein sitzt am Abend und dann halt uns kennt und uns dann freudestrahlend mitteilt, großer internationaler Wettbewerb, und er ist der einzige Österreicher, der da dabei ist, in dieser Runde ausgewählt. Also das war nichts, was ihm gleichgültig gewesen wäre. Ne? Also so ganz so ist es nicht. Aber was absolut stimmt und unglaublich eindrucksvoll ist, ist diese Intensität, mit der er gearbeitet hat. Also was alles in dieses Steinhaus hineingeflossen ist, ne? als eine von einer Person kommend, also wirklich unglaublich, alles materiell, intellektuell, in jeder Hinsicht. Und was mich auch wirklich beeindruckt hat, und ich kenn's also nur vom Hörensagen, nachdem ich nicht bei ihm im Büro war, das ist dieser unglaubliche Konstrukteur. Also der wusste wirklich zu konstruieren. Und wenn im Büro keiner mehr da war, der es damals halt ohne Computer, der es damals aufgezeichnet hat, weil alle irgendwann einmal auch tot waren, daheim irgendwo, dann hat er sich halt hingesetzt und hat das Detail aber auch selber zeichnet, oder die Details. Ich weiß nicht, Peter, du weißt das sicher sehr, sehr gut, wie das gelaufen ist, oder? Ich kann mich noch erinnern, gezeichnet hat er Skizzen super toll, alles immer, aber dann einmal ist er so im Steinhaus gesessen und hat sein Zeichentisch aufgespannt gehabt und hat diesen Pavillon gezeichnet, in einer Isometrie, du jetzt im Vorab und so, und konstruktiv genau
wie es halt für einen Stolperer war, aber also das war so eine Mischung aus einer Detailzeichnung und einer Kunstzeichnung und die hat er dann, das war fix fertig, nicht? Wir haben uns dann nur schauen müssen, noch das, also er hat es dann weitergegeben und so. Das war nicht den Eindruck, und ich meine, ihr Kind, die im Büro gearbeitet haben, die haben natürlich mehr mitgekriegt, aber ich meine, allein schon, natürlich beim Steinhaus, wenn das umsetzt, was dort ist, von, ich weiß noch, von den Schalungen her, von also was der Zimmerer, was der da kennen muss, und wie aber er dann trotzdem immer alles genau gewusst hat, wo was hinkommt und probiert hat, und das war schon, faszinierend, und das zu vermitteln dann, wenn man einem Steinhaus ist und irgendwas erzählt oder eine Führung macht oder so, abgesehen vom Intellekt und von der architektonischen Qualität und vom, aber das umzusetzen in der Form, jeder, der mit Architektur zu tun hat, der weiß, das ist ein völliger Irrsinn einmal, das ist einfach, und diesen Geist, das spürst du dann, was du hingehst, und wenn du den Leuten das vermittelst, dann verstehen sie es auch, also wenn du das erzählst, nicht? Und ja, ich denke, von Eitelkeit, ich glaube, das sind persönlich, das Wichtigste war ihm eigentlich das Steinhaus, weil das war er aus, da haben 200 Leute mitgearbeitet, oder 200, ich weiß nicht wie viel, mit oder ohne Computer später, aber im Endeffekt war das er, und der war immer dort, und der war den ganzen Sommer dort, und hat sich mit dem auseinandergesetzt, und hat sich das gegeben, das Haus, ich sage jetzt das, weil das war ja, das ist entstanden, und dieser Prozess, dass er so lange so nicht vollendet war, gell? Ich meine, wahrscheinlich hätte er es kennen, gell? Aber ich glaube nicht, dass er es wollen hat. Eine Zeit lang hat er es nicht wollen, weil einfach das so, diese Schluchten und diese Betonbauten und diese Formationen, die man da erkennt, die man jetzt nicht mehr erkennt, nicht, weil sie ja weg sind, aber auf Bildern natürlich sieht, gell? Das hat er sich bewusst zumindest eine Zeit lang auch so wiedergeben, dass er dort war und sich das einfach dann immer inhaliert hat und dort waren die Leute hingeholt hat. Und wie gesagt, meines Erachtens ist es so, dass er ganz viele tolle Sachen gemacht hat und auch öffentlichen Raum. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich in Wien irgendwo von oben schaue und unten ist das T-Mobile Center, das beherrscht ja überhaupt einen ganzen Teil von Wien, wenn du hinschaust, oder zumindest das weißt, das kannst du dann nicht so hinsagen. Aber ich glaube, die Grundintention von ihm war so, sein Steinhaus, und über dieses Steinhaus, dass er sich über das weil das war ja der Leute hinholen, das, was er alles dort machen wollte oder vorgehabt hat, dass man es macht, später auch, so wie jetzt, nicht, was jetzt passiert, was die Raffaella angefangen hat und was immer weitergehen soll und was schon eigentlich ganz toll funktioniert hat, oder auch die Uni Innsbruck und so Leute, die experimentelles Bauen, der Wiginki und also, es waren, aber das noch viel mehr, und das kann auch viel mehr, nicht, wie man jetzt sieht mit allem Möglichen, was da bei Dimensional passiert ist, nicht, das war das Herzstück seines Seins und seines Weiterwirkens. Alles andere, okay, ob das verfolgt jetzt oder nicht, natürlich ist es für die Hälfte super gut, und das wäre natürlich auch noch so ein Punkt, so ein Anknüpfungspunkt. Und bei den anderen sagen kannst du nichts machen, wenn sie erzählt, wenn es die Bank zerbröselt oder irgendwie und jetzt plötzlich und dann das halt verkauft wird, oder, aber irgendwie gibt es doch Menschen, die Qualität erkennen und sagen, das reißt man nicht ab. Und eigentlich würde natürlich die öffentliche Hand oder das Denkmalamt oder irgendwie jemand, der das erkennen müsste auf gewisse Sachen eine Hand drauf haben und sagen, pass auf, das wird jetzt nicht abgerissen, irgendeine Rampen oder irgendwas, weil es eine Schweinerei ist, nicht in Wahrheit. Ist egal, ob ich dazu stehen mag, ob das jetzt den Raum ein bisschen teilt oder nicht, aber ich meine, das wird jetzt kein Kratzen, aber dass man ein Gebäude, das wirklich einen Qualitätsanspruch hat, einfach beschneidet, nicht? Das ist wie wenn einer in mein Bild irgendwas einmalt und sagt, so, das ist jetzt, das geht nicht, nicht? Im Prinzip, also so sollte man nicht umgehen mit den Sachen, nicht? Das ist eigentlich so wie beim Geschäftslokal von der Ricky Rainer, was ja vor ein paar Jahren umgebaut wurde, wo jetzt eine Modekette drinnen ist, die ja eigentlich alles rausgerissen haben, und da war leider auch kein Schutz da. Ja. Es war ja damals, glaube ich, ganz kurz die Diskussion, wie, ich sage jetzt mal bewusst, mit dem Urheberrecht der Architektinnen umgegangen werden sollte, weil ich glaube, dass das Büro damals gar nicht in erster Linie involviert war oder informiert wurde. Sehr spät ist das Büro, glaube ich, informiert worden, dass da was umgebaut oder abgebrochen wird im
speziell bei der Rampe. Aber dieser Diskurs oder einfach dieses drüber sprechen ist relativ schnell wieder in die Versenkung gegangen, weil ich glaube, die meisten keine Lösung gefunden haben. Wie geht man damit um? Müssen jetzt die Architektinnen mit einbezogen werden, wenn die Gebäude verändert werden? Ja oder nein? Ist es ein Eingriff in die Architektur? Oder bleibt das bei den Nutzenden, bei den Besitzenden der Gebäude? Dürfen die diese Dinge verändern? Und ich glaube, das ist etwas, was gar nicht geklärt wurde damals und was vielleicht auch gar nicht zur Zufriedenheit aller geklärt werden kann, aber nichtsdestotrotz muss darüber gesprochen werden. Weil ich früher angesprochen habe, Denkmalamt oder so, oder ich meine, das ist ja völlig irrwitzig, wenn ich jetzt hergehe und da in Klagenfurt, ich habe ein recht schönes Haus, 1909, gell, irgendwo Jugendstil, muss dann doch Geschoss ausbauen. Da kommt der Vollkoffer von einem Denkmalpfleger her. Na, ich sag, du machst da doch Aufklappung irgendwas rein, gell? Und dann sagt er, also das ist nicht möglich, dass du nur doch aufklappst und da Terrasse. Also da wird mit deiner Vehemenz eingegriffen, gell? Wo du sagst, okay, das ist ja völlig schwachsinnig. Und bei so Bauten, die eben dann nicht unter Denkmalschutz stehen, sondern einfach, und die aber die Qualität ja gleich haben, nur die sind halt älter und sind halt, irgendwie hat dann gesagt, das ist unter Denkmalschutz und so. Dann wird damit so umgegangen, dass du gar nichts machen kannst dran nicht, was vielleicht richtig ist, aber bei anderen, die den Anspruch, so wie bei ZED oder bei irgendwo oder beim Uni, ist eigentlich ein öffentliches Gebäude, gell, in Wahrheit. Also ein öffentliches Gebäude ist eine prinzipiell, glaube ich, soweit ich bin da kein Experte. Aber das ist eine Schweinerei, nicht? Man da regt sich das Denkmalamt nicht auf. Und es tut irgendwas, glaubst du, oder ich, na Scheiß, macht ja eh nichts. Also da stellt sich schon mal die Frage, wer hat die Verantwortung? Nicht? Es gibt ja ein prominentes Beispiel, ich meine, die Verantwortung ist immer so schwierig, aber es gibt ein prominentes Beispiel, nämlich die Brückenkopfgebäude in Linz, wo die Kunstuni ja jetzt konzentriert ihren Standort hat. Und da war ja Architekt Krischenitz, wollte ja mehr machen, wollte ja diese starre Hülle aufbrechen, um Licht und Leben hineinzubringen. Und das Spannende bei den Brückenkopfgebäuden ist das, und das habe ich überhaupt nicht verstanden, kann ich heute auch nicht nachvollziehen, dass die Hülle geschützt ist, aber alles, was drinnen ist, nicht. Also es war wichtig dem Denkmalamt, dass die Hülle in der Form erhalten bleibt, damit einfach klar ist, diese Aussage der Gebäude bleibt. Ich meine, einerseits verständlich, andererseits nicht verständlich, weil das hat natürlich dazu geführt, dass an der Hülle nichts verändert werden durfte. Was er schon machen konnte, hat ihnen die Gebäude ziemlich entkernt und zentrale Stiegenhäuser eingebaut, um quasi die Sonne von ganz oben nach ganz unten zu bringen. Aber das, was er machen wollte, nämlich diese starre Hülle, diese Ideologie aufzubrechen, was der Domenik auch bei Nürnberg als Thema hatte, das hat er nicht dürfen. Und das war, ich war damals bei einigen Gesprächen dabei, weil ich an der Kunstuni war, aber das war also spannend zu sehen, die Argumentationsschiene. Es ist was entstanden, aber das war eigentlich ein Kompromiss. Und das ist schade, weil da hätte es auch mehr Mut gebraucht, um tatsächlich ein Zeichen zu setzen. Aber das geht, wenn der Denkmalschutz auf dem Gebäude drauf ist, sprechen mehr mit, gibt es mehr Diskurs. Aber wenn es jetzt rein im, sagen wir mal, Privatbesitz ist oder so wie ein Uni-Gebäude im Besitz des Bundes, der BIK, dann schaut es wieder ganz anders aus mit der öffentlichen Diskussion. Und die sollte es aber trotzdem geben, gerade bei spezieller Architektur. Und ich finde, die Diskussion sollten wir jetzt ins Café verlegen. Und ins Forum, genau, am Samstag im Steinhaus ab 10 Uhr. Ich darf mich bei euch allen bedanken für die Einblicke, für eure Facetten und für die unterschiedlichen Dimensionen, die wir wieder aufgemacht haben. Und ich darf euch einen schönen Abend wünschen. Draußen gibt es Getränke, Wein, Bier, was beliebt. Oder auch vielleicht auch was zum Trinken, Marion, wenn wir da anschließen von deinem Einstieg. Und ich möchte mich bedanken und freue mich auf das nächste Mal. Danke euch. Applaus